Herzlich willkommen zu einer weiteren kleinen Übungsaufgabe zur Mengenlehre, die einem aber als Anfänger, Anfängerin durchaus Probleme bereiten kann, weil man eben an die ganze Schreibweise und die Notation und die Denkweise nicht gewöhnt ist. Wir haben eine beliebige Menge, groß M, irgendwelche Teilmengen A, B, C und wir sollen zeigen, dass diese beiden Relationen hier gelten. Wenn ich C nehme, ohne A vereinigt B, soll das das gleiche sein wie C ohne A, geschnitten mit C ohne B und entsprechend umgedreht. Wenn ich hier vereinigt und Schnitt vertausche, vertauscht er sich auch hier. Und am Ende soll man dann noch überlegen, was bedeutet das denn, wenn C schon die ganze Menge war, ist hier nicht ausgeschlossen. Da kommen dann die bekannten De Morgan'schen Regeln raus am Ende. Also das ist jetzt eine Verallgemeinerung von De Morgan. Okay, das hier ist zwar noch kein Beweis, aber einfach, um nochmal die Begriffe zu wiederholen und um sich das zu veranschaulichen, zeichnen wir Venn-Diagramme. Irgendwelche Mengen C und dann Mengen A und B, die müssen nicht ineinander drin liegen, sondern es kann irgendwie diese Situation sein. Die könnten beispielsweise auch ganz außerhalb von C liegen. Dann entsteht auf beiden Seiten automatisch C. Aber solche Spezialfälle brauchen wir jetzt nicht in dem Bildchen und sie beeinflussen nachher auch den formalen Beweis nicht. Also gucken wir uns diese Seite an. C ohne A vereinigt B. A vereinigt B ist, wenn er hier das Dreieckchen und diesen verquetschten Kreis zusammennehmen, das ist die Vereinigung. Und jetzt wollen wir alle Elemente, die in C liegen, aber nicht in der Vereinigung. Dann ist das doch wohl hier die rot schraffierte Menge. Ich nehme aus C alles raus, was in A oder B drin liegt. Gucken wir uns diese Seite da drüben an. Erstmal C ohne A, dann nehme ich alles, was in C liegt, ohne hier diesen Teil des Dreieckchens. Das gelb schraffierte ist jetzt C ohne A und laut dieser Gleichheit muss ich das schneiden mit C ohne B, um diese Menge zu kriegen. Zeichnen wir also erstmal noch C ohne B ein. Okay, das seht ihr hier blau schraffiert. Ich hoffe, ich habe alles richtig getroffen. Und jetzt, wenn ich das schneide, heißt es, ich muss hier die Fläche angucken, die doppelt schraffiert ist. Also gelb und blau und siehe da, das ist exakt das gleiche wie die rot schraffierte Fläche da drüben, nämlich das hier außerhalb. Und das ist jetzt als Veranschaulichung ganz hilfreich, um zu verstehen, was hier überhaupt passiert, zählt aber natürlich nur nicht als Beweis, denn die Mengen könnten ja irgendwie aussehen. Das müssen ja auch nicht solche Kuchenstückchen oder Kreise oder irgendwas sein. Deswegen kommt jetzt der formale Beweis auf Elementebene. Wir zeigen, dass dieses Ding eine Teilmenge von dem ist und dass dieses Ding eine Teilmenge von dem ist und damit sind die Mengen gleich. Und da ist wieder jeder Schritt für sich genommen, bis auf ein, zwei Stellen eigentlich ganz simpel, ist nur Definitionen abspulen, aber es ist unglaublich schwierig als Anfänger, wenn man von der Schule kommt und immer schön abgeleitet hat und irgendwelche Ebenen gezeichnet, sowas irgendwie abstrakt aufzuschreiben. Deswegen machen wir das jetzt ganz, ganz ausführlich zusammen. Okay, also hier der formale Beweis. Auf Elementebene heißt, wir nehmen einzelne Elemente raus und zeigen, wie gesagt, diese Inklusion von links nach rechts und die umgekehrte Inklusion, dann sind die Mengen gleich. Das alles, was ich jetzt mache, kann man wesentlich kompakter aufschreiben, aber wie gesagt, das ist ein Video für Anfängerinnen und wir machen jeden Schritt so ausführlich wie nötig. Wir nehmen uns also ein Element aus dieser linken Menge und müssen zeigen, dass es dann auch in der rechten Menge drin liegt. Weil das heißt dann diese Mengeninklusion, dass das rot unterstrichene in dem gelb-blauen da drüben drin liegt. Dann zunächst mal, was heißt es denn hier im Schnitt zu liegen? Das heißt, wir müssen zeigen, x liegt in der Menge C ohne A und in der Menge C ohne B. Okay, jetzt schlüsseln wir das hier einfach auf. Wenn x hier drin liegt, C ohne A vereinigt B, heißt es, x liegt in C, also irgendwo hier, ohne aber in der Vereinigung von A und B zu liegen. Jetzt kommt der entscheidende Schritt. Das ist auch, wenn man die De Morgan-Regeln direkt beweist, das Entscheidende. Was bedeutet es, nicht in der Vereinigung zu liegen? Erinnert euch, Vereinigung heißt, es liegt in A oder in B. Kein Entweder-Oder, es kann auch in beidem drin liegen, wie zum Beispiel hier. Um also nicht in der Vereinigung zu liegen, darf es in keiner der beiden Mengen drin liegen. Ja? Das ist der ganze Schlüssel zum Beweis. Also hier nochmal, x liegt nicht in der Vereinigung,
dann darf es weder in A liegen noch in B. Wenn es zum Beispiel in A liegen würde, wird es automatisch schon in der Vereinigung liegen. So, und jetzt müssen wir das nur noch angucken. Wir wissen, x liegt in C und es liegt weder in A. Das heißt also, x liegt in C ohne A. Und gleichzeitig, x liegt nach wie vor in C und es liegt nicht in B. Also liegt es tatsächlich in dieser Menge drin. Und das war's. Ich quetsche sie unten noch hin. Wie gesagt, x liegt in C. Wenn es nicht in A liegt, liegt es in C ohne A nach Definition. Das und bleibt erhalten. Es liegt in C ohne B, weil es auch nicht in B liegt. Und das ist genau das, was ich zeigen wollte. Also liegt es hier drin. Das schreibe ich jetzt hier nicht nochmal hin. Oder doch? Okay, aus Platzgründen kürze ich das hier mit große D ab, diese Menge. Und das hier, was ich hier hingeschrieben habe, bedeutet gerade, dass x in diesem Schnitt liegt aufgrund dieses uns hier. Okay, zur umgekehrten Inklusion. Ich muss zeigen, diese Menge ist eine Teilmenge von der. Dann habe ich am Ende die Mengengleichheit. Also wieder genauso wie vorher hingeschrieben. Wir nehmen an, x ist ein Element von diesem Schnitt. Und dann müssen wir zeigen, dass es in der linken Menge liegt. So, das hier bedeutet aufgrund der Definition des Schnittes, dass x in dieser Menge liegt, c ohne a, und gleichzeitig x in dieser Menge liegt, c ohne b. Jetzt müssen wir irgendwie dahin. So, und was heißt das zusammen? Zunächst mal natürlich liegt x in c, und jetzt Achtung, jetzt kommt wieder der entscheidende Schritt. Und ich behaupte, x kann dann nicht in der Vereinigung liegen. Denn was heißt es oder was hieße es, in der Vereinigung zu liegen, dann müsste es in einer der beiden Mengen, in mindestens einer der beiden Mengen drin liegen. Läge es aber in A, dann wäre das falsch. Und damit natürlich die ganze Bedingung. Ja, weil es muss ja in C ohne A liegen. Läge es in B, dann wäre es das falsch. Und damit hier diese Und-Bedingung. Damit kann es nicht in der Vereinigung liegen. Und das ist halt genau der Punkt, den versteht man entweder gleich oder man sitzt davor und denkt so, hä, okay, habe es versucht hier nochmal aufzuschreiben, denn wenn zum Beispiel x in A läge, in einem von beiden muss es ja liegen, in seiner Vereinigung läge, dann könnte es nicht in C ohne A liegen. Und genauso für B, wenn es in B läge, könnte es nicht in C ohne B liegen und damit kann es auch nicht diese Bedingung erfüllen. Und damit haben wir insgesamt das, was wir wollten, nämlich dass es da drin liegt. Das war schon der Beweis für A. Jetzt gleich die Frage für A. Was heißt es, wenn C gleich M ist? Dann nimmt es diese Gestalt an. Natürlich nur für C einfach M einsetzen. Aber wenn M die ganze Menge ist, dann nennen wir M ohne sowas hier das Komplement von dieser Menge. Also steht hier, das Komplement der Vereinigung ist das Komplement von A, M ohne A, geschnitten mit M ohne B, also dem Komplement von B. Und das ist das, was man gemeinhin als de Morgan'sche Regel bezeichnet. Gibt es de Morgan 1 und de Morgan 2, das ist keine feste Bezeichnung, je nachdem, wo das vereinigt steht. Vielleicht ist hier doch nochmal ganz hilfreich, auch um mit diesen Komplementen umgehen zu lernen, nochmal explizit einen Beweis für nur das hier aufzuschreiben. Also wir haben schon was Allgemeineres bewiesen. Das ist jetzt also ein Spezialfall von diesem Beweis von A. Aber wir machen das jetzt nochmal, das kann man nämlich sehr schön in einem Aufwasch aufschreiben. Also nicht mit beiden Inklusionen, sondern durch Äquivalenzen. Und damit zeigen wir direkt, dass beide Mengen gleich sind. Wir nehmen einfach ein Element aus dieser Menge und zeigen, es liegt genau da drin, wenn es da drin liegt. Genau dann, wenn. Also immer hier Doppelpfeile. Ja, was heißt es, im Komplement zu liegen? Das heißt, es liegt nicht in der Menge. Also x ist nicht Element der Vereinigung. Jetzt kommt wieder das, was wir hier die ganze Zeit gebraucht haben. Wenn es nicht in der Vereinigung liegt, dann heißt es, es darf weder in A noch in B liegen, weil wenn es nur eines von beiden erfüllen würde, dann lägt es ja schon in der Vereinigung. Vereinigung heißt, es liegt in A oder in B, kein Entweder-Oder. Das ist also der entscheidende Schritt, den wir auch hier schon verwendet haben. Wenn x nicht in der Vereinigung liegt, ist es genau dann erfüllt, wenn es weder in A noch in B liegt. Und jetzt müssen wir das nur noch übersetzen. X nicht in A heißt, x liegt im Komplement von A. Und x nicht in B heißt, x liegt im Komplement von B. Und wenn es in beiden drin liegt, dann heißt es definitionsgemäß, x liegt
im Komplement von A geschnitten Komplement von B. Und damit habe ich ganz schmerzfrei die De Morgan-Regel Nummer 1 bewiesen. Wie gesagt, ist ein Spezialfall von dem hier, aber die Grundideen, diese Schritte hier, die sind gleich. Okay, und es führt leider kein Weg dran vorbei, dass ihr euch selber hinsetzt und jetzt versucht mal die B wirklich selber zu machen. Wenn ihr hier die Ideen verstanden habt, sollte das nicht mehr so schwierig sein, aber einfach nur zuzuhören ist vielleicht ein bisschen zu wenig. Deswegen empfehle ich jetzt das Video zu pausieren und das zu versuchen. Wir machen es dann doch noch schnell zusammen oder ich schreibe es an, wir gehen es kurz durch, aber probiert das jetzt bitte mal selber. Okay, ich hoffe, ihr habt es geschafft. Ansonsten hier nochmal in Schnelle, ein bisschen kürzer aufgeschrieben als vorher. Wir zeigen wieder auf Elementebene. Das mit diesem genau dann wenn ist hier ein bisschen umständlicher, weil hier jedes Mal x Element c dabei stehen müsste. Wenn c die ganze Menge ist, kann man sich das sparen. Deswegen geht es hier direkt, aber hier sollte man es tatsächlich aufdröseln. Wir nehmen also an, x läge hier in der linken Menge und müssen zeigen, dass es dann in der rechten Menge hier drin liegt. Also was heißt das? Wenn x in c ohne a-Schnitt b liegt, dann liegt x zum einen in c und gleichzeitig aber nicht in a-Schnitt b. Das Sternchen brauchen wir erst nachher. So, jetzt kommt das Entscheidende. Wenn x nicht im Schnitt liegt, dann genügt es schon, wenn es nicht in einer der beiden Mengen liegt, weil dann liegt es nicht im Schnitt. Also wenn es nicht in a ist, liegt es nicht im Schnitt. Es müsste ja in a und b liegen. Oder wenn es nicht in b liegt, liegt es nicht im Schnitt. Also hier nicht und schreiben, sondern oder. Also nochmal, wenn es weder in A noch in B liegt, kann es natürlich auch nicht im Schnitt liegen. Das heißt, so rum stimmt es, aber wenn es nicht im Schnitt liegt, dann könnte es immer noch in einer der beiden Mengen liegen. Ja, also ich kann nicht daraus folgern, dass es dann weder in A noch in B liegt, also ganz außerhalb, sondern nur, dass es dann in einer von beiden nicht drin liegt. Das ist eigentlich das Schwierigste an dem ganzen Beweis hier zu verstehen. Der Rest ist nur noch umschreiben. Wir wissen grundsätzlich, es liegt in C. Wenn es jetzt nicht in A liegt, dann liegt es in C ohne A. Ja? Oder wenn es nicht in B liegt, aber in C liegt es, dann liegt es in C ohne B. Ja, und dann heißt es doch einfach, x liegt in der Vereinigung dieser beiden Mengen, weil dieses oder übersetzt jetzt hier in das Vereinigungszeichen. Und das wollte ich zeigen. Okay, wer jetzt sagt so, das verstehe ich jetzt aber nicht so ganz. Gibt es jetzt eine andere Möglichkeit, das aufzuschreiben? Sucht euch raus, was euch besser gefällt. Ihr könnt hier einfach sagen, okay, ich mache zwei Fälle. Sowas geht immer. Ich sage einmal, x könnte in b liegen oder x könnte nicht in b liegen. Das sind die beiden Fälle, die es gibt. Wenn x in b liegt und ich weiß, es liegt nicht im Schnitt, dann darf es natürlich nicht in a liegen, weil sonst wird es in beiden liegen und damit auch im Schnitt. Damit weiß ich, grundsätzlich gilt ja wieder x Element c, x liegt in c ohne a und c ohne a ist aber eine Teilmenge dieser Vereinigung hier. Aber wenn ich mit irgendwas vereinige diese Menge, wird die Menge ja größer oder bleibt gleich. Ja? Also hier, wenn es da drin liegt, liegt es auch da drin. Das wollte ich am Ende haben. Ja? Da will ich hin. Fall 2, x liegt nicht in b, dann bin ich schon glücklich, denn dann liegt es auch in c ohne b, ja? Weil es in c liegt. Wo bin ich? Hier. Und jetzt wieder c ohne b ist aber eine Teilmenge von c ohne a vereinigt c ohne b und dann habe ich es wieder. Das ist vielleicht tatsächlich ein bisschen einfacher, als hier dieses oder noch zu begründen oder verstehen zu müssen. Also wenn ihr nicht weiter wisst, immer eine gute Empfehlung, macht so eine Fallunterscheidung. Zwei komplementäre Fälle, x liegt in der Menge oder x liegt nicht drin und guckt mal, was daraus folgt. Also so ist ein bisschen mehr Schreibarbeit, aber vielleicht einfacher, als das hier zu verstehen. Okay, umgekehrte Inklusion. Wir nehmen an, x liegt in der rechten Menge, müssen zeigen, es liegt in der linken. Nehmen wir also an, es liegt in dieser Menge, das ist eine Vereinigung. Dann gibt es zwei Fälle. Es kann da drin liegen oder es kann da drin liegen. Es kann auch beides gleichzeitig erfüllt sein, aber das spielt keine Rolle. Fall 1, wenn x hier drin liegt, dann weiß ich nach Definition, es liegt in C und aber gleichzeitig nicht in A, weil es in C ohne A liegt. Wenn es jetzt aber nicht in A drin liegt, dann kann selbstverständlich auch nicht im Schnitt A Schnitt B drin liegen. Also liegt es in C ohne den Schnitt. Und da wollte ich hin. Das ist diese Menge hier. Und Fall 2 geht wörtlich gleich. Da muss ich nur A durch B ersetzen. Wenn X in C ohne B liegt, dann
liegt x in c und gleichzeitig nicht in b. Also kann es wieder auch nicht im Schnitt liegen, also liegt es wieder da drin und ich bin fertig. Okay, und wenn ich dann für c noch die ganze Menge m einsetze, dann kriege ich die zweite de Morgan'sche Regel, nämlich dass, wenn ich das Komplement vom Schnitt nehme in der gesamten Menge, dass das gleiche ist wie die Vereinigung der Komplemente. Das wäre jetzt noch ein guter Abschluss, euch hierzu ein kleines Venn-Diagramm zu zeichnen und nochmal das hier durch zu exerzieren, dass ihr wirklich versteht, die entscheidenden Schritte, wo muss ein Und stehen, wo muss ein Oder stehen. Das machen wir jetzt aber nicht nochmal zusammen. Okay, ich hoffe, das war ein bisschen hilfreich. Nicht verzagen, am Anfang ist sowas wirklich schwierig. Wenn sich das dann ein bisschen setzen konnte, man sich an die neue abstrakte Mathematik gewöhnt hat, stellt man fest, ja, kann man eigentlich hinkriegen. Aber das ist am Anfang wirklich ein Schock. Haltet gut durch, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.